Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die FDP plakatierte im Wahlkampf Digitalisierung first, Bedenken second. Sie fordern nun erweiterte Abschreibung für digitale Investitionen. Die Linke befürwortet bessere Abschreibungsregeln für investierende Unternehmen. Mit ihrem Antrag droht jedoch, und das meine ich frei von Polemik, Steuerberater first, Investitionen second. Richtig ist, es gibt gute Gründe, Investitionen durch verbesserte Abschreibungsregeln anzureizen. Warum? Steuersenkungen für Forschung von Unternehmen führen wie bei den berüchtigten Patentboxen häufig zu Missbrauch und haben auch laut OECD keine positiven Effekte. Bei Abschreibungen ist die Idee jedoch, Unternehmen investieren heute und morgen besteuert der Staat die Erträge. Es wird also nicht auf Steuern verzichtet. Diese werden vielmehr gestundet, um Investitionen anzureizen und in Zukunft sogar höhere Steuereinnahmen zu erzielen. Bessere Abschreibungsregeln sind daher insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen interessant, die im Unterschied zu Konzernen schlechtere Liquidität haben. Wer A sagt, muss aber auch B sagen. Dies erfordert im Gegenzug Wertzuwächse, etwa von nicht betriebsnotwendigen Vermögen, das ja verkauft oder beliehen werden kann, realistischer zu besteuern. Das fehlt in Ihrem Antrag. Die Linke hat Sympathie für degressive Abschreibungsregeln, eine Ausweitung der Schwelle für die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern oder kürzere Abschreibungsfristen für Software. Ihr Antrag auf eine digitale Sonder-AFA belohnt aber nicht generell investierende Unternehmen, und zwar analog und digital, sondern eine Armee von Steuerberatern und wird die Finanzverwaltung lahmlegen. Sie fordern bessere Abschreibungsregeln für digitale Innovationsgüter bzw. Wirtschaftsgüter, die der digitalen Transformation dienen. Die Erfahrung lehrt, wenn Sie ein Fremdwörterbuch für Steuertexte brauchen, lassen Sie es besser sein. Abzugrenzen, was digitale Innovationsgüter sind und was nicht, macht Steuergesetze komplizierter. Ist es der 3D-Drucker oder die Espressomaschine mit Sprachsteuerung? Die Aufgabe des Bundestages bei der digitalen Steuerpolitik ist jedoch weitaus größer. Erstens, Deutschland hinkt bei digitalen Investitionen sowohl den staatlichen wie den privaten hinterher. Zweitens, wir müssen sicherstellen, dass internationale Konzerne angemessen besteuert werden, auch um Wettbewerbsverzerrung gegenüber heimischen, kleinen und mittelständischen Unternehmen zu vermeiden. Google oder Amazon haben keine Betriebsstätte gemäß OECD in Deutschland. Amazon sagt etwa, wir versenden ja nur Pakete. Eine Betriebsstätte ist für die Besteuerung der Gewinne in Deutschland aber maßgeblich. Man kann nun den digitalen Unternehmen in Deutschland wie SAP die Steuern senken, dann fehlen uns aber die Mittel für die öffentliche digitale Infrastruktur. Oder man kann Wettbewerbsnachteile ausgleichen, indem wir uns Google, Amazon und Co. zur Brust nehmen. Das will DIE LINKE. Etwa indem wir den steuerlichen Abzug von Betriebsausgaben einer Autovermietung, die Werbung bei Google kauft, einschränken, wenn der Profiteur, also Google, in einer Steueroase sitzt. Das hat Kubicki mal selbst vorgeschlagen. Herr Kubicki, Verzeihung, so viel Zeit muss sein. Wir müssen Irland ja nicht noch subventionieren. Oder indem wir eine Quellensteuer auf Zahlungen, zum Beispiel für Käufe auf Amazon, erheben. Einem Internetversand würde diese Quellensteuer erstattet werden, wenn er in Deutschland sitzt. Der Preis der Produkte würde sich also nicht ändern, aber für Amazon und Co. in den Steueroasen würde es teurer. Ich fasse zusammen. Der FDP ist es gelungen, das Wort digital möglichst oft in einen Antrag zu packen. Herzlichen Glückwunsch. Aber nicht überall, wo digital draufsteht, sind mehr Investitionen drin, von Steuergerechtigkeit ganz zu schweigen. Eine Hamburger Band sang mal, die Idee war gut, doch die Welt noch nicht bereit. Ich fürchte, beim Antrag der FDP ist es umgekehrt. Wir werden uns darum bemühen, die eigentlichen Probleme zu lösen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Abgeordnete Dr. Daniel Bayaz für Bündnis 90 Die Grünen.